Küste und haben gewartet. In einem Distelfeld, bis sie unsere Beine nicht mehr gespürt haben. Männer und Frauen und 6 Kinder. Das Meer war ruhig. Wir kamen an eine griechische Insel. Die Küstenwache hat uns beschimpft und gedroht, uns wieder ins Meer zu werfen. Sie haben uns 2 Tage festgehalten. Wir haben auf der Boden geschaffen. Aber die Polizei hat uns gut behandelt. Wir bekamen Essen und Kleidung. Das war das erste Mal, dass ich auf der Flucht als Mensch behandelt worden bin. Thank you.
Kasten gegangen und zum mazedonischen Grenze. Mit Waffen bekehrt sind. Haben wir uns bekommen. Und sind in nächste Dorf gerannt. Eine Stunde Schlaf in eine Moschee, kein Essen, kein Wasser, es war kalt. Wir waren 18! 8 Personen. Die bulgarische Polizei sagte uns, dass wir in Sicherheit wären. Mit 500 anderen ins Gefängnis. Sie haben uns als Schläge behandelt, uns gedroht, uns gedroht, gedroht, zu schlagen und lange einzusperren. Ich habe versucht, mit einem Berlissist zu reden und ihm zu erklären, wer ich bin und dass ich diesem Land nicht schaden will. In einem anderen Gefängnis werden wir mit 230 auf ein Zellraum. Ein Freund begann Atemnot und fragte nach einem Arzt. Öffnete jemand die Tür und fing an zu schlagen und zu beschimpfen.
Nach einigen Stunden wurden wir mit einem Bus zu einer Stelle gebracht, um den Asylantrag zu stellen. Ich habe angefangen zu schreien und gesagt, dass sie schlechter sind als die syrische Regierung und dass ich in einem solchen Land keinen Asylantrag stellen will. Er schlug mich zu Boden und sagte, dann kommst du in ein Gefängnis, das nicht vergleichbar mit dem ist, was du bereits erlebst hast. Meinem Bruder und zwei Freunde nach Deutschland brachte. Genommen. 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 Wir sind zum nächsten Bahnhofstation gelaufen. Genommen. 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 Wir haben genommen. Bei uns die Polizei gemeldet. Genommen. Genommen. Und gesagt, wer wir sind. Genommen. 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 Der Polizist hat gelächelt und you are welcome. Und ich habe gesagt, thank you.